Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Eigentlich war es Ziel, sich an dieser Stelle mit diesem Beitrag mit der Zellatmung zu befassen. Doch vorher muss ein anderes Thema behandelt werden, der Aufbau von Biomembranen. Denn dieser ist auch eine Grundlage dafür, gewisse Prozesse der Zellatmung und anderer Stoffwechselprozesse zu verstehen. Wir besprechen dabei nicht nur den Aufbau von Biomembranen, sondern auch die Grundlagen des Stofftransports und der Osmose. Biomembranen. Wir haben sie im Prinzip schon kennengelernt, da sie in den letzten Videos schon öfters erwähnt wurden. Die Biomembranen. Sie sollen jetzt hier nochmal stärker im Fokus stehen, weil sich da vielleicht noch offene Fragen über ihre Struktur ergeben. Biomembranen bilden eine Barriere und grenzen einerseits die Zelle nach außen ab durch die Zellmembran, andererseits umgeben sie die Zellorganellen. Biomembranen sind eine Doppelschicht aus Phospholipiden, mit deren Aufbau wir uns schon im Beitrag über die Biomoleküle befasst haben. Die Phospholipide haben einen hydrophilen, also wasserliebenden Kopf und einen hydrophoben, also wasservermeidenden Schwanz. Lagern sich Phospholipide zusammen, bilden sie eine Doppelschicht. Die hydrophoben Anteile zeigen nach innen, die hydrophilen Köpfe zeigen nach außen und stehen so in Kontakt mit dem wässrigen Medium, zum Beispiel Wasser oder dem Zellplasma. Diesem Grundaufbau folgen alle Biomembranen. In dieser Doppelschicht sind Membranproteine und Kohlenhydrate ein- und aufgelagert. Zu den wichtigsten Aufgaben der Biomembran gehört einerseits der Stofftransport. Andererseits sind sie in der Lage, geschlossene Räume zu bilden, in denen Stoffe gespeichert werden, zum Beispiel in Vakuolen oder in denen Reaktionen ablaufen können, zum Beispiel in den Mitochondrien. Flüssigmosaikmodell. Das Flüssigmosaikmodell erklärt den molekularen Aufbau biologischer Membranen. Es wurde 1972 von Seymour, Jonathan Singer und Garth Nicholson entwickelt. Biomembranen sind laut dem Flüssigmosaikmodell aus einer zweidimensionalen flüssigen Doppelschicht aus Phospholipiden aufgebaut. Die einzelnen Phospholipidmoleküle als auch die darin eingelagerten Membranproteine können sich aber innerhalb dieser Doppelschicht bewegen. Diese Bewegung wird auch als laterale Diffusion bezeichnet. In den meisten Fällen sind die Membranproteine nicht fest mit den Lipidmolekülen der Biomembran verbunden und können sich so frei innerhalb dieser bewegen. Damit ist die Membranstruktur nicht statisch, sondern dynamisch. Nicht nur die Proteine selbst, sondern auch die Phospholipide können sich seitlich bewegen. Wie stark diese Bewegung innerhalb der Membran ist, hängt von der Membranfluidität ab. Diese ist wiederum abhängig von der Zusammensetzung der Fettsäuren der Biomembran als auch von der Temperatur. Hier gilt, je größer die Fluidität, desto dünnflüssiger ist die Membran, bzw. je geringer die Fluidität, desto dickflüssiger ist die Membran. Semipermeable Membran und Diffusion. Biomembranen gelten gemeinhin als semipermeabel. Das heißt nichts anderes, als dass sie für bestimmte Stoffe durchlässig sind, für andere nicht. Die Durchlässigkeit für die jeweiligen Substanzen hängt vor allem von deren Molekülgröße und Polarität bzw. Ladung ab. Das sehen wir zum Beispiel in dieser Abbildung. Grundsätzlich kann man zwischen zwei verschiedenen Prozessen, wie Substanzen semipermeable Membranen passieren können, unterscheiden, dem passiven und dem aktiven Transport. Kleine hydrophobe und gasförmige Moleküle wie CO2 und Sauerstoff können ungehindert durch die Biomembran durchdringen. Dasselbe gilt auch für kleine Moleküle wie zum Beispiel Wasser. Große Moleküle wie Aminosäuren und Glucose sowie Ionen wie H+ und Salze können die Biomembran nicht durchdringen. Für den passiven Transport wird keine Energie benötigt.
Die Moleküle können einfach so durch die Membran durchdringen. Das würde also für das CO2, Sauerstoff und Wasser gelten. Diese Bewegung wird als Diffusion bezeichnet und findet immer entlang eines Konzentrationsgefälles statt. Also von einer Region mit der höheren Konzentration einer Substanz hin zu einer Region mit einer niedrigen Konzentration derselben Substanz. Dies läuft so lange ab, bis sich ein Gleichgewicht eingestellt hat. Diffusion bewirkt, dass sich gelöste Teilchen in einem Lösungsmittel gleichmäßig und spontan verteilen, bis überall die gleiche Anzahl an Teilchen vorliegt. Bei der Diffusion handelt es sich um einen natürlich ablaufenden passiven Prozess. Er findet so lange statt, bis überall die gleichen Konzentrationen an Teilchen vorliegen. Diffusion als Transportprozess ist aber nicht auf Membranen beschränkt. Osmose. Osmose stellt einen Spezialfall der Diffusion dar. Hier diffundiert Wasser in Form von Lösungsmittel entlang eines Konzentrationsgefälles durch eine semipermeable Membran. Wasser diffundiert aus dem Kompartiment, in dem es höher konzentriert vorliegt, in das Kompartiment, in dem seine Konzentration geringer ist. Hier bewegen sich also im Gegensatz zur Diffusion nicht die Teilchen, sondern das Lösungsmittel, bis die Stoffkonzentration auf beiden Seiten ausgeglichen sind. Es herrscht ein Gleichgewichtszustand vor. Der Transport von Wasser zwischen Zellen oder Zellorganellen erfolgt immer vom Ort der höheren zum Ort der niederen Konzentration an gelösten Teilchen. Besonders bei Pflanzenzellen ist der Wassertransport von großer Bedeutung. Aber auch viele Tierzellen sind in einer wässrigen Umgebung von Blut und Lymphe umgeben. Osmose stellt also einen essentiellen Stofftransport im menschlichen Körper dar. Je größer der Unterschied an gelösten Teilchen auf den jeweiligen Seiten ist, desto größer ist das Bestreben der einen Seite, mit den mehr gelösten Teilchen Wasser aufzunehmen. Man spricht vom osmotischen Druck. Er stellt die Triebkraft dar, damit das Lösungsmittel die Membran passieren kann. Osmose findet als Transportprozess von Wasser zwischen den Zellen statt. Generell gibt es dabei drei Begriffe, um die Konzentration von Stoffen, die durch Membranen getrennt sind, zu beschreiben: hypertonisch, isotonisch und hypotonisch. Eine hypertonische Lösung besitzt eine höhere Konzentration an gelösten Stoffen als die Vergleichslösung. Bei isotonischen Verhältnissen sind auf beiden Seiten gleiche Konzentrationen gelöster Stoffe zu finden. Eine hypotone Lösung besitzt eine niedrigere Konzentration an gelösten Stoffen als die Vergleichslösung. Man kann sich folgenden Zusammenhang merken. Wasser bewegt sich immer von einer hypotonischen zu einer hypertonischen Lösung. Am Beispiel tierischer Blutzellen und der Vakuolen der Pflanzen soll dies veranschaulicht werden, wie in dieser Abbildung zu sehen. Unser Blut besteht aus Blutplasma und den Blutzellen. Die roten Blutkörperchen sind dabei die häufigsten Blutzellen. Das Blutplasma ist das wässrige Medium des Blutes, in dem zum Beispiel auch Salze und Nährstoffe gelöst sind. Unter normalen, also isotonischen Bedingungen, siehe Bildmitte, sind rote Blutzellen scheibchenförmig. Man spricht auch von bikonkav. Verdünnt man jetzt die Bluttropfen mit reinem Wasser, schwellen die Zellen an und platzen. Das reine Wasser ist also hypoton im Vergleich zum hypertonen Medium im Innern der roten Blutzellen. Die Plasmamembran kann dem Druck des Wassereinstroms nicht standhalten und führt zum Platzen der Zellen, wie wir links oben im Bild sehen. Wird im umgekehrten Fall eine relativ konzentrierte Salzlösung dem Blut zugefügt, ist nun das Zellplasma der Blutzellen hypoton im Vergleich zum Außenmedium. Das hat zur Folge, dass Wasser per Osmose aus den Blutzellen austritt und diese eine faltige Form, eine sogenannte Stechapfelform, besetzen. Das sehen wir oben rechts im Bild. Diese
Blutzellen sind dann nicht mehr in der Lage, Sauerstoff zu transportieren. Und das hat natürlich gravierende Folgen. Bei Pflanzen sind die Verhältnisse ähnlich, aber dennoch gibt es einen wichtigen Unterschied. Pflanzen verfügen über eine feste Zellwand, wodurch sie bei der Aufnahme von zu viel Wasser nicht gleich platzen, denn die Zellwand stabilisiert die Pflanzenzelle. Wasser wird dabei in die Vakuolen aufgenommen, wodurch diese in einem hypotonen Medium, zum Beispiel im destillierten Wasser, anwachsen. Die Vakuole übt dadurch einen starken Druck auf die Zellwand aus. Die Zellwand baut beim Wassereinstrom einen Druck auf, den sogenannten Turgor. Eine solch prall gefüllte Pflanzenzelle wird auch als Turgeszent bezeichnet. Dieser Vorgang wird auch Deplasmolyse genannt und den sehen wir links unten im Bild. Legen wir Pflanzenzellen in eine hypertone Lösung, zum Beispiel in eine Salzlösung, so kommt es zu einem Wasserausstrom aus der Vakuole und der Turgordruck nimmt ab. Der Zellkörper löst sich von der Zellwand. Diesen Vorgang nennt man auch Plasmolyse und den sehen wir rechts unten im Bild. Für Pflanzen ist der Wassertransport von der Wurzel enorm wichtig. Hier wird Wasser passiv über die Wurzel per Osmose aufgenommen. In biologischen Systemen spielt oft der Begriff Wasserpotential eine Rolle, wenn es um die Beschreibung des Wasserhaushaltes geht. Es beschreibt die Verfügbarkeit von Wasser in einem System wie der Luft oder dem Boden und setzt sich aus dem osmotischen Druck, also der Anzahl der gelösten Teilchen und dem Turgordruck zusammen. Wichtig, das Wasser fließt immer vom Ort des höheren Wasserpotentials zum Ort des niedrigeren Wasserpotentials. Erleichterte Diffusion und aktiver Stofftransport. Wir wissen nun, dass einige Stoffe die Biomembran ungehindert diffundieren können. Der passive Transport erfordert auch keine Energie. Doch was passiert mit den großen Molekülen? Bei der erleichterten Diffusion können auch polare Stoffe wie Aminosäuren oder Zucker sowie geladene Ionen wie Salze oder H+-Ionen die semipermeable Membran ohne Verbrauch von Stoffwechselenergie überwinden. Das ermöglichen sogenannte Membranproteine. Hier gibt es Kanalproteine und Carrierproteine, auch Transportproteine genannt. Kanalproteine werden auch als integrale Membranproteine bezeichnet, da sie sich in die hydrophobe Lipidschicht einlagern und so in die Membran integriert sind. Sie bilden in ihrem Inneren hydrophile Ionenkanäle, die den Durchtritt von Ionen und anderen gelösten Molekülen ermöglichen. Das Öffnen und Schließen dieser Kanäle wird über Signalproteine oder über eine elektrische Spannung reguliert. Transportproteine hingegen binden an die zu transportierenden Substrate und schleusen sie durch die Doppelschicht der semipermeablen Membran. Für den Wassertransport besitzt die Zellmembran außerdem sogenannte Aquaporine. Obwohl Wasser ein sehr kleines Molekül ist, und die Membran meist ohne Probleme passieren kann, ist der Wassertransport sehr wichtig. Über die Aquaporine kann die Zelle ihre Aufnahme oder Abgabe von Wasser gezielter regulieren. Neben dem passiven Stofftransport ist auch ein aktiver Stofftransport möglich. Dieser benötigt, wie der Name bereits vermuten lässt, von außen zugeführte Energie. Mit Hilfe von integralen Membranproteinen werden Substanzen entgegen ihres Konzentrationsgradienten durch eine Membran transportiert. Und das ist typisch für den aktiven Transport. Und dann gibt es den primäraktiven Transport und den sekundäraktiven Transport. Beim primäraktiven Transport wird Energie gewonnen, indem ATP mit Hilfe von Enzymen hydrolysiert wird. Diese Energie treibt dann den Transport an. Das spielt vor allem in der Neurobiologie bei der Natrium-Kalium-Ionenpumpe eine besonders wichtige Rolle. Diese werden wir in einem gesonderten Beitrag näher kennenlernen. Der sekundäraktive Transport nutzt den Konzentrationsgradienten einer Substanz für den Stofftransport einer anderen Substanz durch eine Membran aus. Aber dieser Transport wurde schon zuvor über den primären Transport, also die Hydrolyse von ATP-Molekülen aufgebaut.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, schreibt in die Kommentare und abonniert am besten meinen Kanal.